Ich lese die Verse 14 bis 17 aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Dort wurde den Geschwistern gesagt, er, der Herr, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemanden ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbates. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Die Geschwister zu Kolossee mussten ja sehr stark ermahnt werden, in ihrem Erstlingsglauben an den Erlöser zu bleiben. Denn es gab viele Strömungen und gibt es auch heute, Jesus Christus aus dem Zentrum der Erlösung herauszustoßen. Er soll nur einer von vielen sein, aber nicht der einzige. Und somit musste der Apostel Paulus, geführt durch den Heiligen Geist, diese Geschwister ermahnen und ihnen aufzeigen, dass Christus vor allem war, dass er der Erste war, dass er immer dabei war, dass alles Leben Gottes durch ihn zu den Menschen strömte und strömt. Und dass es kein anderes Heil gibt, außer in Christus. Dass es keine andere Führung gibt im Christenleben, außer durch ihn. Alle anderen menschlichen Führungen führen in die Irre. Darum warnte er auch vor der Philosophie und losen menschlichen Reden, die doch nicht das wahre Leben meinen. Und wenn wir gelesen haben von gewissen Satzungen, die immer wieder aufleuchten unter den Christen und von allen eingehalten werden sollen, dann ist das das Problem der Zusammenführung aller Gläubigen aus den unterschiedlichen Nationen. Wenn Juden und Heiden, wiewohl sie beide an Christus glauben, zusammenkommen, prallen äußere Dinge aufeinander und es gibt manchmal sogar Streit. Wie ist was zu handhaben? Wir könnten das ja bereits schon lesen, als Petrus in Apostelgeschichte 10 zunächst in dem Haus des Cornelius war, hat er selbstverständlich auch mit ihnen Tischgemeinschaft gepflegt, denn das war so üblich. Wenn da Gläubige sind und man kommt in eine andere Stadt, dann muss man mit ihnen auch essen. Und nun kam Petrus zurück nach Jerusalem und da wurde er ausgeschimpft. Ausgeschimpft, weil er mit den Heiden gegessen hat. Das ist doch nicht möglich. Du darfst doch nicht mit ihnen essen. Die essen doch ganz anders als wir. Und er erzählte dann natürlich in Kapitel 11 davon, wie Gott geführt hat. Dass er gesehen hat, sie haben durch den Glauben an Jesus Christus auch den Heiligen Geist empfangen. Und darum konnte er sich doch nicht entziehen der Tischgemeinschaft mit ihnen. Sie waren doch auch Kinder Gottes. Aber bis zum heutigen Tag gibt es Gegensätzlichkeiten in dem äußeren Leben mit Christus. Und das prallt aufeinander. Und es prallt nur deswegen aufeinander, weil das Anspruchsdenken des Einzelnen so groß ist, dass die anderen genauso handeln müssen wie ich. Ich halte diesen Tag und die anderen haben das auch zu machen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie falsch. Und genau das war damals auch das Problem. Deswegen musste der Apostel an die Geschwister zu Kolossee schreiben,
Sie sollen sich um diese Dinge nicht kümmern. Denn es kamen ja Leute zu ihnen, die gesagt haben, nun schaut mal, diese Speisegebote haben wir, die Beschneidung braucht ihr und diese Feiertage müsst ihr einhalten. Ganz genau. Und wenn ihr das nicht tut, können wir mit euch keine Gemeinschaft haben. Ich lese uns mal ganz kurz, was so im Herzen, auch was die Speisegebote betraf, derer, die jetzt in die neu bekehrten Gemeinden kamen, sich bewegte. Es waren ja auch Juden, die von außen kamen und wollten natürlich die gläubig gewordenen von ihrem Glaubensleben überzeugen und mit hineinziehen. In 5. Mose 14 steht zum Beispiel, was ein Jude im alten Bund nicht essen durfte oder doch essen konnte. Dies sind die Tiere ab Vers 4, die ihr essen dürft. Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Dammhirsch, Steinbock, Gämse, Auerochs und Antilope. Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und das Wiederkäut, das dürft ihr essen. Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die Wiederkäuen und die gespaltene Klauen haben. Das Kamel, den Hasen, den Klippdachs, die Wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind. Darum sollen sie euch unrein sein. Auch das Schwein. Hier merken wir schon ein Problem. Ne? Wer isst Schweinefleisch? Ich zum Beispiel auch. Aber andere nicht. Ja, und das heißt, in den Herzen und Augen anderer, vielleicht auch Jüdischgläubige an Jesus, die sagen, das ist ein Schweinefresser. Ja, das sagt man nicht immer, das denkt man auch. Schwein ist doch unrein, das zwar durchgespaltene Klauen hat, aber nicht wiederkäut. Das soll euch darum unrein sein. Ihr Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr nicht anrühren. Dies ist, was ihr essen dürft von allem, was im Wasser lebt. Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Was aber weder Flossen noch Schuppen hat, sollt ihr nicht essen. Denn es ist euch unrein. Alle reinen Vögel esst, diese aber sind es, die ihr nicht essen sollt. Der Adler, Habicht, Fischaar, der Taucher, die Weihe, der Geier mit seinen Arten und alle Raben mit ihren Arten, der Strauß, die Nachteule, der Kuckuck, Sperber und mit seinen Arten, das Käuzlein, den Uhu, Fledermaus, Rohrdommel, Storch, der Schwan, der Reihe, der Häher mit seinen Arten, der Wiederhopf, die Schwalbe. Auch alles, was Flügel hat und kriecht, soll euch unrein sein und ihr sollt es nicht essen. Die reinen Vögel dürft ihr essen. Ihr sollt kein Aas essen, dem Fremdling in deiner Stadt darfst du es schon geben. Also eine ganze Latte von Verhaltensmaßregelungen, die eben ein gläubiger Jude einhalten musste, damit er nicht unrein wird. Aber jetzt nun werden Heiden auch gläubig. Die Geschwister zu Kolossee zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, wie lebt man als Christ? Muss man sich jetzt nach den anderen ersten Christen richten? Nämlich die Christen aus den Juden? Oder müssen die Juden jetzt sich doch an die Christen auch unter den Nationen ausrichten? Das ist immer eine Frage. Manchmal innerhalb einer Gemeinde, nicht? Ist es schon so, dass der eine den anderen beäugt und sich im Herzen fragt, wer muss ich wem eigentlich anpassen? Ah, der andere muss sich mir anpassen. Oder sollte ich mich ihm anpassen? Also es gibt ja auch diesbezüglich nichts Neues unter der Sonne. Das geht bis zum heutigen Tag. Diese Frage, wie sieht eigentlich das christliche Leben aus? Der Apostel Paulus will deutlich machen, wer ist denn für euch gestorben? Christus. Wer hat eure Schulden getilgt? Christus. Wer hat die Mächte der Finsternis besiegt? Christus. Dann haltet euch an den. Und nicht an den Satzungen. Ja, die Geschwister zu Kolossee waren ja auch verunsichert. Sie waren ja neu. Sie hatten ja noch keine Ahnung von dem,
wie man Gott lebt und dient. Und jetzt kommen andere, die sagen, ja, wir sind ja schon lange mit Gott im Verbund, haben jetzt den Messias auch kennengelernt. Und dann müsst ihr so und so und so und so das machen. Aber wir sind berufen zur Freiheit in Christus. Und den letzten Satz, den ich gelesen habe, der ist so wichtig zu beachten, dass alle kleinen äußeren Unterschiede nur ein Schatten sind. Ein Schatten, der immer enger wird auf die Vollkommenheit hin. Wir leben also äußerlich gesehen zu dem Vollkommenen hin. Wiewohl vom Vollkommenen aus durch die Erlösung. Wir leben im Schatten der Wiederkunft des Herrn, wo alles in ihm gleich sein wird. Alles in ihm gleich. Ein Kind Gottes hat nur noch einen Maßstab, das sollte hier deutlich werden. Und der lautet Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Maßstab für die Gemeinde. Nur Jesus Christus selbst. Er hat nicht nur unsere Schuld getilgt durch sein Blut, sondern er hat auch das Leben für uns bewirkt, das Neue. Er hat nicht nur unsere Schuld getilgt und hat gesagt, nun seht mal zu, dass ihr ein neues Leben entwickelt, sondern ich gebe euch jetzt auch das neue Leben. Es kommt von ihm. Und hier merken wir, dass plötzlich eine Einheit unter den Gläubigen entstehen kann, weil alle nur das neue Leben geschenkt bekommen. Keiner kann es irgendwie machen. Und es ist dasselbe Leben aus Gott. Und es ist dieselbe Führung, die Gott durch seinen Geist uns Menschen gibt. Denn dieses neue Leben wird gesteuert, durch den Heiligen Geist. Und jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, hat dieselbe Steuerung in sich. Nicht so wie in der Autoindustrie, wo da so viele Verschiedenheiten sind, die dann aufeinander prallen. Der Heilige Geist steuert jeden wiedergeborenen Gläubigen. Und das ist das neue Leben. Und er steuert nicht gegen die Wand. Er steuert in das offene neue Leben hinein. Allerdings, diese Steuerung muss stattfinden. Jesus Christus ist der Maßstab. Das sollten die Geschwister dort im Kolossee merken. Lasst euch nicht von der Philosophie einholen, von den losen Reden oder von den Satzungen, von Feiertagen, Neumonden, Sabbaten, sondern schaut auf euren Erlöser. Er wird euch leiten, wie es auch in Johannes 16 steht, Vers 13 bis 15. Der Geist Gottes leitet euch in alle Wahrheit. In alle Wahrheit, ohne Ausnahme. Wenn wir also in der Hingabe an den Herrn, im Gebetsleben und im Lesen seines Wortes stehen, werden wir geleitet durch seinen Geist in der Wahrheit. Wenn wir vor ihm bleiben und sein Wort zu uns sprechen lassen, bleiben wir in der Wahrheit. Und wir gehen nicht in die Irre. Denn das Leben der Erlösung sollte leicht werden und nicht schwer. Das schwere Leben war das gesetzliche Leben. Das war schwer. Bis zum heutigen Tag ist es schwer. Man möchte keins der Gebote irgendwie versäumen. Man macht sich sogar noch selber welche hinzu, damit es ganz eng und echt wird. Das ist schwer. 613 Gebote auswendig lernen und jeden Tag beachten. Das ist schwer. Und den anderen noch beäugen, ob er vielleicht eins der 613 Gebote übertritt. Das ist eine dolle Arbeit. Aber die Befreiung in Jesus Christus heißt Freiheit. Darum schreibt der Apostel Paulus ja auch zu den Galatern, besteht in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Auch im Galaterbrief steht ja, dass Paulus gegen Petrus öffentlich geredet hat. Denn als er nach Antiochien, weil ja Petrus dort kam, hatte er Gemeinschaft mit den Heiden, Christen. Aber dann kamen Jakobus und andere noch von Jerusalem
Und dann sonderten sie sich ab. Wir essen nicht mit euch. Wir haben unsere eigenen Speisegesetze. Das geht nicht. Und dann ist Paulus aufgestanden, hat er gesagt, Petrus, das geht nicht. Ja, du kannst nicht heucheln und so tun, als ob du mit den Gläubigen nichts mehr zu tun hast. Bloß weil sie anders essen als du. Du hast vorher mit ihnen ja auch gegessen. Und jetzt isst du plötzlich nicht, weil andere dort kommen. In Christus ist die Einheit zu suchen, nicht im Essen und im Trinken, nicht in den Feiertagen, nicht in den äußeren Lebenseinrichtungen, sondern in Christus, in dem neuen Leben der Auferstehung durch den Heiligen Geist. Es sollte also auch deutlich werden, dass, so wie es Paulus auch an die Galater schrieb, dass die Verheißung des Lebens schon bei Abraham nicht durch das Gesetz, nicht durch die Satzung, sondern durch den Glauben erlangt worden ist. Durch den Glauben wurde er gerecht. Und die Satzungen, die kamen erst 430 Jahre danach hinein, um eine gewisse Ordnung und Zucht für das Volk Israel bis zur Erneuerung durch das Opfer Christi stattfinden sollte. In Römer 10 sagt der Apostel Paulus auch, um es deutlich zu sagen, und das ist der Kontext, sei es jetzt für die Geschwister zu Kolossee, aber auch für heute, in Christus ist das Gesetz beendet. Er ist des Gesetzes Ende. Er ist es. Wer ihn hat, hat die Erfüllung des Gesetzes. Darum sagte der Herr Jesus in Matthäus 7 auch, in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenn ich der Erfüller in eurem Leben Platz habe, dann lebt ihr in der Erfüllung. Der Erfüller muss im Leben der Gläubigen Raum gewinnen. Und dann wird der Gläubige geführt durch den Erfüller im Heiligen Geist. Da wird alles so leicht. Ganz leicht. Aber die Kräfte von außen, auch die religiösen Kräfte, arbeiten dagegen. Nicht wiedergeborene Menschen, sie gehen gerne mit Satzungen, mit Gesetzen um, damit sie ihr Manko im Leben verdecken wollen. Sie möchten sich auch als Überwinder darstellen, indem sie festhalten an bestimmten Formen und meinen, jetzt sind sie gläubig, jetzt sind sie richtig. Aber es spiegelt nur ein Manko wider, ein Manko des Lebens mit Christus. Wenn sie in Christus wären, dann würde das auch alle Satzungen, die sie erhalten können für sich, übertönen. Die Satzungen würden nie im Vordergrund stehen, sondern als eine kleine Begleiterscheinung in dem jeweiligen Leben. Jemand braucht ja kein Schweinefleisch zu essen, er kann ja Rindfleisch essen. Ja, aber das ist kein Problem mehr. Das ist völlig daneben. Oder wenn jemand sagt, na, ich feiere nicht Weihnachten, wir brauchen ja auch nicht. Und der andere, der kann es feiern. Ist auch egal. Weder feiern noch nicht feiern macht geistlicher Gläubiger. Aber wir merken, das kann ein Problem sein. Ne? Gerade wenn wir so auf diese Jahreszeit zukommen, dann gibt es Stimmen, ach, die feiern Weihnachten und dann machen sie das und diese. Ja, und dann wird schon gemurmelt und geredet und gemacht und getan. Das heißt, es ist unfrei. Unfrei. In Christus ist das egal. Kannst du machen. Den Gedenktag musst du aber auch nicht. Und keiner soll den anderen verachten, denn der einzige Maßstab ist Christus. Er hat die Handschrift, die gegen uns war, ausgelöscht. Die Handschrift, die ja besagte, du bist schon in Sünden geboren, du bist ein Sünder von Natur aus. Und du hast selbst Sünde produziert und du hast die Gebote Gottes nicht gehalten. Das ist die Handschrift, die Beurteilung über meinem, über jedes Leben.
Und Jesus kam und hat diese Beurteilung ausgelöscht. Bei jedem. Bei jedem ausgelöscht. Das soll hier den Geschwistern gesagt worden sein. Er hat alles aus dem Mittel getan, was uns hinderte, mit dem himmlischen Vater zu leben. Und diese Handschrift, diese Zettel, diese Anklage ist ans Kreuz genagelt worden. Und da ist sie auch nie wieder mehr runtergekommen. Dort ist sie geblieben, in den Tod, in die Beurteilung, die Gott über seinen Sohn um unseretwillen hatte. An Timotheus musste Paulus auch Folgendes schreiben, um ihm das deutlich zu machen, dass er ja auch letztlich da, wo er steht, die Verkündigung des Evangeliums der Freiheit in Christus weitergeben kann. 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9, da heißt es, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten, den Ungehorsamen, den Gottlosen, den Sündern, den Unheiligen, den Ungeistlichen, den Vatermördern, den Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Gnadenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, weil er in dem neuen Leben lebt, so er sich darin führen lässt und wird immer in der Vollendung dessen, was Jesus vollendet hat, tun. Da muss man gar nicht sich groß anstrengen, sondern beim Herrn bleiben. Und das persönliche Glaubensleben soll also geheiligt werden durch den Herrn selbst. Auch hier ist keine Heiligung durch den Menschen möglich, sondern allein durch den Herrn. Er heiligt uns, wir heiligen uns nicht. Und hier merken wir, wie unabhängig wir auch von den Reden der Menschen sein können, weil wir geborgen sind im Herrn. Philipper 3, Vers 15 heißt es, wie viele nun von uns vollkommen sind. Ein wunderbares Wort, die Vollkommenheit in Christus. Die lasst uns auch so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Ganz persönlich. Wenn der Herr mir, dir was offenbart, dann tu es. Aber das ist nur für dich dann gedacht, nicht für die anderen. Das sollen auch wir lernen. Unabhängig bleiben von dem Nächsten und der Nächste von uns. Für alle in der Gemeinde die gültige Lebensform liegt in dem Wort des Heilandes, der mit uns redet, der uns ganz persönlich führt, und zwar jeden Einzelnen. Das sehen wir auch an den Aposteln. Die Apostel hatten nicht alle denselben Weg und nicht dieselbe Aufgabe. Obwohl Petrus am See Genezareth gefragt hat, was wird denn mit Johannes? Geht dich gar nichts an. Du folge mir nach. Und das andere, das mache ich schon mit Johannes. Ja? Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Also ganz individuell, davon müssen wir Gebrauch machen. Und dadurch auch dem Nächsten, so wie Petrus, auch dem Nächsten die Freiheit geben, dass er auch geführt wird durch den Herrn. Allerdings immer durch den Herrn. Die Führung findet statt, wie es auch in der Apostelgeschichte 2, Vers 38 steht, Buße über die Sünden, als die Leute fragten, ja, wie kommt ihr denn unter diese Führung? Ja, Buße über deine Sünden, Annahme der Vergebung ist auch sehr wichtig, nicht nur Erkenntnis der Sünden, sondern auch die Vergebung annehmen. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu.
übergebt euer Leben ganz unter seine Herrschaft. Dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und dann werdet ihr geführt. Der Satan ist ja durch Jesus Christus besiegt worden, haben wir gesehen. Die Mächte der Finsternis wurden zur Schau getragen. Sie wurden einfach öffentlich lächerlich gemacht in ihren Handhabungen. Zur Schau getragen. Ja, sie sind besiegt und wir sollen auch in diesem Bewusstsein des Glaubens im Sieg Jesu leben über die finsteren Mächte. Die Vollmacht zum Sündigen, und zwar ist es das, was der Satan ja auch bei den Gläubigen immer wieder tun wollte. Er ist ja der Verführer. Er ist ja derjenige, der animiert zur Sünde und sagt, mach das, ist nicht so schlimm. Ist schon ganz gut, macht das. Allerdings im Nachhinein merkt man, dass er der Ankläger ist. Aber diese Vollmacht zur Verführung ist in Christus gebrochen worden. Darum konnte ja auch der Apostel Johannes, und das ist ja so wunderbar, wie er das auf den Leuchter stellt, sagen in 1. Johannes 5, Vers 18, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Natürlich merken wir und haben auch die Geschwister zu Kolossee gemerkt, dass sie noch so äußerlich unvollkommen sind und straucheln mal und fallen und so weiter. Aber sie sind frei geworden von dem sündigen Müssen, was sie vorher tun mussten, weil der Satan die Vollmacht hatte, sie dazu zu verführen. Das Gleiche schrieb ja der Apostel Paulus auch in Römer 8. Er sagt ja hier in Vers 1 und 2, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das meint hier der Apostel Paulus zu den Geschwistern zu Kolossee, dass der Satan in seiner Vollmacht besiegt ist. Er kann euch nichts mehr anhaben, wenn ihr in Christus bleibt. Er wird euch nicht zur Sünde verführen können. Denn wer in Christus ist, in dem neuen Leben, ist bewahrt. Unser Schutz muss nicht durch Gebote und Gesetze und Satzungen aufgerichtet werden gegen das Böse, sondern unser Schutz ist in Christus. Allein in Christus. Denn wenn das durch Satzungen geschehen sollte, welche Satzungen haben dann Recht? Damals prallten viele aufeinander. Wir haben Recht. Und die anderen sagten, wir brauchen das nicht. Wer hat denn da Recht? Der eine so, der andere so. Der Schutz gegen die Sünde, das sündigen Müssen, ist allein in Christus. Und darum brauchen wir diese feste, innige Gemeinschaft. Und wenn wir keine rechte Führung erkennen können, es gibt so ein Wort, das ich öfter schon gesagt habe und auch für mich persönlich in Anspruch nehme, im Zweifelsfalle nie. Im Zweifelsfalle nie. Wenn ich nicht weiß, ist dies der Weg, den ich gehen soll. Nicht gehen. Bleibe ich immer auf der sicheren Seite. Der Satan versucht ja trotz des Gerichtes über ihn, das er erlebt hat, die Menschen von der wichtigen Entscheidung für den Herrn abzuhalten und von der wichtigen Entscheidung, in Christus zu bleiben. Er versucht uns Menschen immer wieder durch unsere Gedanken auf Abwege zu bringen. Unsere Gedanken sollen immer wichtiger sein als die Gedanken des Herrn. Weil wir aber nicht alle Gedanken des Herrn genau kennen, brauchen wir die Gemeinschaft mit ihm, dass er sich uns offenbart. Und wo er es nicht tun kann, verfallen wir unseren eigenen Gedanken, die uns auf Abwege bringen. Merken wir, worum es geht? Das neue Leben ist doch ganz anders als das frühere Leben. Da sagte mir jemand am Telefon, ja, an mir ist das Leben vorbeigegangen. Ja, welches meinst du denn? Ja, das alte Leben meinst du wahrscheinlich, ist an dir vorbeigegangen, ja? Da bist du nicht das geworden, was man in der Gesellschaft werden konnte.
Aber um das geht's doch gar nicht mehr. Es geht doch um das neue Leben. Um das neue Leben, das in Ewigkeit pulsiert und das jeden Tag beginnen kann in der Ewigkeit. Hier schon im Verborgenen und dann offenbar. Das alte Leben kann ruhig an dir vorbeigehen. Du musst nichts Besonderes sein in dieser Welt. Gar nicht. Im Gegenteil. Die Fischer, die haben ja alles verloren in dieser Welt. Petrus war sicher ein guter Fischer. Der Herr sagt, komm, folge mir nach. Hat er alles stehen und liegen lassen. Er ist nichts mehr geworden in dieser Welt. Aber er ist etwas geworden in dem neuen Leben. Er war der oberste Apostel plötzlich. Der oberste Apostel. Der Satan arbeitet daran, dass wir nicht einseitig in Jesus bleiben, damit er uns zeugnislos macht. Gerade auch die Gemeinde zu Korinth, nicht? Wir kennen ja diese Briefe, da fragen wir uns eigentlich, was war denn da los? Was war denn da los? Sind doch alles Gläubige. Die haben ständig gestritten. Ständig, ja, ich bin paulisch, ja, der andere ist petrisch, ja, christisch, ja, irgendwie was. Jeder hatte so eine andere Meinung. Und dann kamen die gar nicht zusammen. Da fragen wir uns dann auch, ja, was ist nun wirklich Erlösung? Das ist das Werk des Satans. Dass die Einheit nicht gewährleistet ist und nicht zu sehen ist. Denn wo keine Einheit ist, gibt es auch kein Zeugnis des neuen Lebens. Gibt's nicht. Da sagen die anderen Leute, die gucken an, na, die verstehen sich noch nicht mal. Wollte ich in den Verein gar nicht gehen. Das habe ich doch in der Welt jeden Tag. Brauche ich doch nicht extra in einen religiösen Verein gehen. Die verstehen sich ja auch nicht. Nein, die Einheit in Christus, alles schauen auf ihren Erlöser, lässt das Zeugnis des neuen Lebens frei werden. Und das widerstrebt dem Satan. Unser Gewissen braucht nicht mehr durch Speisen, Trank, Feiertage, Neumonde, Sabbate belastet zu werden. Dies war eine Form bis auf Christus. Aber nun ist die Vollkommenheit in Christus offenbar gemacht. Und nun brauchen wir nur auf ihn zu blicken und mit ihm durch die Zeit zu gehen. In Römer 14 können wir dazu noch Folgendes lesen. Vers 5 und 6 oder 17 und 18 dazu, aber erstmal 5 und 6. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Der andere hält alle Tage für gleich. Jeder sei in seiner Meinung gewiss. Kann er ja machen. Der eine kann 7 Tage gleich halten. Und der andere sagt, nö, also ich habe dann so ein bisschen Unterschiede. Ne? Den einen, den werde ich mal aussparen. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Also welche Freiheit, welche Freiheit. Und Vers 17 und 18, denn das Reich Gottes ist doch nicht Essen und Trinken, sondern allein Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und da ist uns gestern gerade wieder im Dienst an den Menschen im Lazarus das deutlich geworden, der Friede. Jesus kam zu den Jüngern und sagte, Friede sei mit euch. Da, wo kein Friede ist, ist kein Zeugnis. Und wir merken, Friede brauchen wir in einer Welt des Unfriedens. Die Leute sollen sehen, dass wir Frieden haben. Friede und Freude im Heiligen Geist, denn wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Wunderbar. Schon also im Alten Bund finden wir ja diese von Gott gegebene Aufforderung, sich an ihn und sein Leben zu halten. Ich lese das mal im Propheten Micha, Kapitel 6,
Vers 8, da heißt es, es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist. Ja, was ist denn gut? Was fordert der Herr von dir? Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Das reicht. Das reicht. Aber alle Gläubigen, so wie damals in Kolossee und auch wir in Berlin, sind immer angefochten von außen, dass das nicht reichen soll. Aber das reicht. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig bleiben vor Gott. Und er wird segnen, überbitten und verstehen. Als Kinder Gottes sind wir nämlich geborgen und versorgt. Versorgt durch den Herrn an Geist, Seele und Leib. Er verbirgt sich dafür. Er macht alles klar in unserem Leben. Er handelt immer zum Guten hin in uns. Und wenn ich uns nochmal diese Verse lese, verstehen wir das vielleicht jetzt noch intensiver. Einmal, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte der Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Lasst euch nun von niemand ein schlechtes Gewissen machen. Von niemand. Wegen Speise, Trank, bestimmte Feiertage, Neumonate, Sabbate. Das alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig ist aber alles in Christus. In Christus. In einem Lied heißt es so, Jesus ist das höchste Gut in dem Himmel und auf Erden. Jesu Name macht mir Mut, dass ich nicht kann traurig werden. Jesu Name soll allein mir der liebste Name sein. Da hat man das so auf den Punkt gebracht. Das ist es, liebe Geschwister. Und da kommen wir, wie die Geschwister zu Kolossee, auch heute durch. Jesus allein. Unabhängig von Satzungen, Gewohnheiten, da wo wir herkommen. Manch einer, das war auch früher in der Jugendarbeit so, sind ja von der Straße gekommen oder aus den Familien und waren unterschiedlich erzogen, auch unterschiedlich gekleidet. Nicht? Und dann guckten die einen, wie sind die Jungs gekleidet und die Jungs sind wie diese Mädchen gekleidet. Und manche kamen zu mir und sagen, naja, pass mal auf, muss ich denn auch so eine Jeans tragen wie die anderen? Sag ich, musst du nicht, du kannst eine ganz normale Hose tragen. Ja, aber die sondern mich dann ab, weil ich keine Jeans trage. Ja, was ist denn das? Ja, und so gab es dann auch andere Fragen in der Jugendarbeit, wo man sich abgleichen sollte und angleichen sollte. Und das störte natürlich das ganze Verhältnis. Christus ist das Zentrum. Und hier entscheidet sich alles. Und wenn der Herr innerlich eine Veränderung gibt, wird die auch nach außen sichtbar werden. Man muss sich nicht äußerlich verändern, damit man innen anders wird, sondern innen anders wird, damit man auch außen anders wird. Das dürfen wir aus diesem Brief an dieser Stelle lernen. Nicht Satzungen, sondern Christus allein. Und das wollen wir auch in unserer Zeit beherzigen.